So, willkommen zurück in der dritten Folge. Ja, ich denke mal, dass wir den Tag jetzt hier auch so ausklingen lassen werden. Wir kümmern uns jetzt nochmal so um unsere Werte und dann schauen wir mal. Gut. Packen wir erstmal die First Aid Sachen weg. Ach, das passt nicht mehr rein. Okay. Und dann. Transferieren wir ein paar Pillen. So. Hier war. Hier war ja alles leer, alles empty. Gut, solange wir noch keine Munition haben, solange brauchen wir auch die Rifle nicht mit uns rumschleppen. Die Tools passen da dann jetzt. Doch, passen genau noch rein. So. Gut, Knife behalten wir. Laterne. Sollten wir eigentlich auch behalten. Aber müssen wir nicht permanent mit uns rumschleppen, weil es ist hier abzusehen, ob wir draußen sind, wenn es dunkel ist oder nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Hier war leer. Wo hatte ich? Da hatte ich doch irgendwo noch. Hatte ich. Nee, war das? Nee, auch nicht. Verdammt! Ich dachte, ich hätte irgendwo schon so. Was angefangen, so für unnützes Zeug wie Flares und so. Gut, dann machen wir das jetzt doch hier. So. Flare rein. Lampe rein. Wood Matches. Legen wir uns da auch mal so 5 auf Reserve. Can Open behalten wir. Oh, und ja, hier legen wir auch ein paar weg. So viel zu den Tools. Kann ich die jetzt eigentlich nee, kann ich nicht, oder? Wo? Du Laterne, wo ist denn die jetzt? Ach, den Schlafsack habe ich ja auch noch. Material, was haben wir denn da? Ein Cloth. 2 Scrap Metal, Tinder Plug bleibt da. Das Fur Firewood, das wird umgehend weggeschlossen. Zusammen mit dem Scrap Metal. So, Klamotten haben wir nichts Überflüssiges dabei. First Aid haben wir nichts mehr Überflüssiges dabei. Essen und Trinken. Ja, wir sollten da vielleicht nochmal was kochen. Wir haben jetzt aber, glaube ich, kein Holz mehr. Wie spät ist es denn? 20 Uhr. Ein bisschen Energie haben wir noch. Gut, dann würde ich sagen, schlagen wir hier noch ein paar Möbel kurz in klein.
Ah nee, das ist ja hier Holz sammeln. Ja, halt mit den bloßen Händen. Dann machen wir mal 2 Stunden. Das ruppt die Theke auseinander. Was zweit Hinterblock habe ich erhalten? Und jetzt ist stockdunkel. Also genau so habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Was ist das? Ach, guck mal eine an. Aber wie schalte ich die denn nochmal aus? Indem ich nicht aufs Bett ziele. Gut, dann verplempern hier nur Zeit. Mal das noch rein. Und dann trinken wir noch einen. So, wir sind jetzt eigentlich nur noch müde. Wir haben es 21 Uhr. Versuchen wir mal hier noch eine Stunde Holz zu sammeln. Tinderblack, also hier in der Hütte werden wir wohl nichts bekommen. So, da ist das Bett. Gut. Dann schlafen wir mal. Bis um 6:30. Und sobald es am nächsten Tag ist, das Wetter zulässt, werden wir uns auf Klamottensuche begeben. Und zwar werden wir uns den See zur Brust nehmen. Aber ich glaube, das hört sich da draußen nach miesem Wetter an. Wie steht's um uns? Doch so gut. Gut, dann in Bar rein. Haben wir überhaupt noch was zu trinken? Ja, haben wir noch. Ist dann jetzt aber auch gleich der Rest vom Schützenfest. Gut. O Wetter, Gott schenk uns schönes Wetter, noch für einen Tag, bis wir Klamotten gefunden haben. Sieht nicht grundsätzlich scheiße aus. Aber minus 21 Grad. Das heißt, entweder finden wir Holz oder Kleidung, für beides wird es nicht reichen. So.
checken wir den See ab. Das ist ein Wolf, ne? Ich habe zum Glück Gegenwind, das heißt, er sollte mich eigentlich nicht wittern. Falls das überhaupt in das Spiel mit reingebracht wurde, aber es würde sich sehr anbieten. Aber er kommt in unsere Richtung. Aber eigentlich wäre das, schon sehr logisch, dass. Dass er uns nur dann oder wesentlich besser wittern sollte, wenn Gegenwind da ist. Ich kann echt nicht schlecht abschätzen, in welche Richtung der rennt. Da vorne rennt auch noch einer rum. I could use this. Wunderbar. Ich habe gerade das massive Gefühl von Feinden umzingelt zu sein. Aber sie sind noch auf vornehmlicher Distanz und wir müssen das hier abchecken. No. Olle kaputte Jeans, Beef and Jerky, Basic Clothes. Naja, vielleicht sind sie ein bisschen wärmer. Ich würde jetzt sehr gerne anständige Winterklamotten finden. Wie viel Ladung haben wir eigentlich dabei? 15 Kilo. Schauen wir mal, da ist noch eine. Alter Schwede. Natürlich haben wir arschkalt. Aber noch sind wir jetzt, na, eigentlich steht's... Wollsocken. Ein Brecheisen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben eigentlich jede Menge zu essen gefunden, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Never felt so cold in my life. Ja, hat er ja auch recht, ne?
So, die Wollsocken geben plus 0,1. Glorreich. Ja. Da waren die besser. Da war das besser. Naja, wenigstens waren die Cloves, die wir gefunden haben, etwas besser, aber ich würde so richtig so gerne so ein bisschen nur Ski-Ausrüstung finden. Wir müssen zwingend Klamotten finden. Jetzt schauen wir einmal in dem Kabinchen nach. Was haben wir hier? Hope nobody needs this anymore. Schauen wir gleich mal nach. Das ist auf jeden Fall. Was mache ich denn jetzt? So, was haben wir? Ah, das war die Daunenweste. Ne, die ziehen wir wieder. Ah, ja doch, so jetzt. Sorry, da habe ich mich gerade verpeilt. Okay. What else? Hier nichts. Hier schon mal gar nichts. Aber wir haben kalt. Wir haben 8 Uhr. Schauen wir mal, wie es in der Stunde ist. Ich glaube, draußen findet absolut mieses Wetter statt. Ein Plastikcontainer. Sag mal, warum ist denn hier heute alles leer? Das gibt's doch gar nicht. Tja. Also irgendwo muss ein Fleck sein, wo die Schubladen und die Container gerammelt voll sind, weil wir finden hier ja gerade gar nichts. Außer Wölfe. Und der versperrt uns den Weg. Warte mal, folgendes. Ich gehe jetzt etwas auf Risiko und versuche hier 2 Stunden lang Holz zu sammeln. Wieder nur Tinderblack. Scheiße! Das war sehr gefährlich. Die Condition ist runter auf 67%. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Getränkevorräte sind ja nicht nennenswert. Hä? Was war das? Was ist das jetzt? Ach, kann ich das jetzt auswählen? Kennopener. Das ist ja interessant. Ich habe schon so lange gespielt und habe das. Okay, gut. Naja, mehr schlecht als recht. Hier ist auch kein Ofen hier drin, ne?
Dann war das eine saublöde Idee. Eine saublöde Idee, hier Holz zu sammeln, wenn hier noch nicht mal ein Ofen drin ist. Gut, die Müdigkeit ist weg. Ja, wir haben immer noch kalt. Wetter. Mehr Wetter, weniger Wölfe. 10 Grad, Wölfe weg. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe doch, sie sind weg. Auf dünnem Eis gehst du immer weiter und du traust dem Frieden nicht. So, Container. Warum ist mir das allmählich klar, dass die leer sind? Rucksack. Wetten, dass er leer ist. Danke. So, was haben wir hier? Pork. The grape. Ja. Dann umgehen die Grape rein in den Hals. Sonst wirklich nichts. Ich gucke immer lieber zwei, dreimal nach. Aber nee, Kabine 1 abgehakt. Wir haben echt einen super Start gehabt mit dem Finden der Rifle. Aber wir brauchen noch vieles anderes ebenfalls. Komm, Metallcontainer, spuck was aus, außer Metall. Das interessiert mich momentan gerade eher nicht. Zustand. Und die Peaches rein. Ach, da tut er davon jetzt trinken und essen. Condition 68%. Wir haben 13 Uhr. Machen wir noch ein Nickerchen. So, Condition 70%. Ja, das hat sich auch nicht so rausgerissen. Aber wir tun, was wir können.